So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an WWPal gegen Dead Guy Affinity. Ja, der WWPal hatten wir jetzt letzte Woche ja schon mal als Mardu Pyromancer. So eine Modern-Version, die als Legacy Brew aufgebaut wird. Dagegen Dead Guy Affinity. Jo, Dead Guy L mit Affinity Parts. Ja, also ich jetzt mal sagen. Ein bisschen Brutes tatsächlich. Also viel so mit Artefaktländern, mit den Moxen, viele Artefaktkreaturen. Und dann den Rest von Dead GL mit ein bisschen Discard, ein bisschen Bob, ein bisschen Stormforge. Und Ursa-Sorge. No, natürlich Ursa-Sorge. Noch nicht so viel Gragavan, aber ja. Ja. Hier jetzt WWPal noch in der älteren Konstellation. Das ist ja aktuell unter Construction. Dementsprechend. Ja, Mardu Pyromancer mit geileren Ländern, ne? Ja, ja, im Endeffekt. Und dementsprechend wird das demnächst ein bisschen anders aussehen, tatsächlich. Mal gucken, wann wir euch mal eine abgedatete Version zeigen können. Ich vermute mal so in 1, 2, 3, 4, 5 Wochen wird wahrscheinlich soweit sein, dass man da was machen kann. Ja, Fetch auf Duel. Als neulich mit einem Kollegen gesprochen. Das war der Hammer. Der sagte mir so: Blacky, ich habe das erste Mal in meinem Leben mit einem Fetch auf ein Duel gezogen. Was ist das für ein geiles Gefühl? Weil kein Schock, kommt nicht getappt ins Spiel. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich sagen, ja, welcome to our life. Ich glaube, das Einzige, was geiler ist, ist End of Turn Fetch auf ein Triom. Ja. Dann kriegst du einfach mal alle drei Farben. Das regt. Oh, yeah, Bautzis, Phenomenjog, ja, Marshflats, Ursachsager, Portable Hole, hier als Removal, weil man kein Swords to Plowshares spielt. Ah, Mini Oblivion Ring. Genau, Mini Oblivion Ring und alles mit zwei oder weniger als permanent raus. Dazu Bob in einem hässlichen Artwork, dann drunter Stoneforge in einem noch hässlicheren Artwork. Und danach Etherthorn Canonist und die Retrofitter. Genau. Die Retrofitter von Reed natürlich hier. Sehr ärgerlich für WWPal, wenn man nicht gerade Kolagans Command hat. Ansonsten wird es halt echt eklig. Aber auf der Hand sind zwei Pyros. Man könnte hier auch einfach sagen, okay, man nimmt das Portable Hole und macht einfach Pyro, Pyro, Pyro. Aber hier geht man den Weg, dass man die Foundry nimmt. Das ist wahrscheinlich auf Fetchland Go. Jo. Ja, okay, die Ursa Saga zu legen macht halt keinen Sinn. Ne? Nee, man hat zwar Fast Mana drin mit viermal dem Mox, aber der braucht halt Metalcraft. Und das ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Ach, da ist der Metalcraft Mox drin, stimmt. Ja. Ja, okay, Handkarte abwerfen ist dann wahrscheinlich eher so mediocre. Ne, man braucht halt keinen Chromox in der Welt. Chromox sagt ja auch, man muss eine Nicht-Artefakt-Karte abwerfen. Was bei den ganzen Artefakt-Kreaturen ist echt schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Yes. Hier greift sich das Portable Hole mal so einen kleinen Young Pyromancer. Die Arme so. Aber an für sich ganz cool. Hier gibt man Fetchen. Ja, okay, was kann man jetzt? Jetzt kann man ja theoretisch schon auf die Schwarz-Weiß-Quelle fetchen. Nee, man versucht schon. Doch, Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß ist keine drin, nur Rot-Weiß ist drin. Ah, ja, okay. Oh ja, hier. Lily, Mainboard Lily. Interessant. Sieht man auch nicht mehr so oft. Nee, ist die Lily die Plus für minus 2, minus 1. Macht die Hand jetzt halt auch so Medium. Ja, Bob würde dran sterben. Ah, da ist sogar der Mox. Du hast der Mox. Stoneforge wäre relativ nutzlos, aber könnte halt ein dickes Viech rausholen. Ja, die und, Living Weapon, ne? Ja. Oh, hier kommt ein Esper Sentinel, der Karten ziehen kann. Plus noch mehr Card Draw durch den Bob auf der Hand eigentlich. Das ist schon das ist schon geil. Ja, okay, den Esper Sentinel kriegt man halt einfach weg, indem er plust. Ja, genau. Der Esper Sentinel würde wahrscheinlich auch als allererstes gehen, bevor man irgendwas macht. Frage, ob man irgendwas machen kann mit dem Elderswarm Kanonisten. Ja, der ist eklig, denke ich. Man könnte jetzt versuchen, irgendwie den Pyro von der Hand zu spielen zum Blocken. Ja, aber was hat man denn dann noch auf der Hand? Pyro? Inquisition. Okay. Warum spielt man jetzt nicht erst den Pyro? Tide Hollow Scholar. Hey, das ist natürlich auch mehr Karten vom Gegner klauen. Okay, Stormforge drauf. Ich habe mal ein bisschen Angst vor Stormforge. Das kann ich verstehen. Gute Karte. Aber wieso hat man jetzt nicht den zweiten Pyro gespielt? Das verstehe ich nicht. Etherswarm Canonist. Etherswarm Canonist sagt nur einen Spellbrunnen. Ach ja, das war ja Non-Artefakt. Ja, und das ist ja kein. Ah, genau. Hier mit Ursa-Saga, Trigger und Deck. Man sucht sich was raus. Und zwar ein Shadowspear. Blech.
Ja. Auch der ziemlich gut. Man hat da jetzt ein 2, 4, 5, ein 5-5 Construct. Wow. Was relativ zügig Ende machen könnte. Ja, vor allen Dingen hat man noch eine Kreatur da liegen. Der Shadow Spear kostet 2 zum Ausrüsten, ne? Ja. Das heißt, man kommt nächste Runde auf jeden Fall mit Shadow Spear vorbei. Oder ist ein, wie heißt der? Murderous Rider. Der ist auch gut. Wird der jetzt gehardcastet? Entweder wird er jetzt gehardcastet, hat er halt Lifelink, oder er wird halt als Ding benutzt. Mhm. So wie es aussieht, wird er ins Adventure geschickt. Ich würde jetzt auch eher sagen, der ist ein Hardcast. Aber der kann nur eine Kreatur im Planeswalker zerstören. Das heißt, du könntest den XX'er kalt machen. Ja, was schon sehr mächtig wäre. Ja, und dann halt plus kannst du auch die, plus die Lilly auf die... Auf den Ethersworn, dann kommt ein 1-2er vorbei. 1-3er. Ist 3er? Nee, der kriegst schon minus 2, minus 1. Ach, der Shadow Spear gibt ja noch plus... Plus 1-1, genau. Okay, hier wird tatsächlich auf ein Adventure gegangen. Der geht eine Runde entdecken. Ja. Der geht auf ein Abenteuer, meine Freunde. Ja, das auf die und dann kommt dann gleich ein 1-2er vorbei. Richtig, wenn ausgerüstet wird, kommt ein 1-2er vorbei. Oh, Wasteland. Das will man jetzt natürlich auch nicht sehen als WW-Pallspieler. Nee, echt nicht. 2-Mana Equip, oder? Nee. 2-Mana. Title of Scala. Ui. Das kann den Pyro rausnehmen, das ist gut. Sie fragen mit hier Wasteland? Ich denke schon, oder? Einfach nur um die Double Black Quelle rauszunehmen. Ja, das funktioniert nicht. Das ist kein Schaden. Ich will ganz schnell wieder zurück. Wurde auch gerade irgendwie realisiert. Ja. Ja. Aber ich glaube, hier wastet man nicht. Einfach nur, wenn man noch ein Land zieht, hat man halt 2 Spells in der Runde. Ja, aber frei. Wenn du wastelandet hättest, hätte der ein Land ziehen müssen, um den Murderous Rider online zu kriegen. Yes! Das schon. Absolut korrekt. Hier hätte man wastelanden sollen. Denke ich. Bei Steffens Glück hat er ein Land gezogen. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Plus? Plus auf wahrscheinlich wieder den Elderswarm, ja. Da wird der aus dem Adventure geholt. Ja. Der gute Dude. Und der lässt das Land auf der Hand. Der hat ein Faithless Looting gezogen. Faithless Looting ging auch, ja. Da ist noch ein Elderswarm. Da ist ein Portable Hole. Podolor natürlich jetzt bad, weil trifft nicht das, was man haben möchte. Stimmt. Jetzt ist der natürlich massiver als... Ah, der hat Death Touch. Nee, Lifelink. Nee, der hat Lifelink. 2-3 Lifelink und wenn er irgendwie auf den Friedhof gehen sollte, geht er unter das Deck. Ja, den kriegst du ja nicht los. Richtig. Sehr, sehr schwierig. Den war ich mal am Überlegen, in Pox zu spielen. Stimmt. Richtig. Aber dann war Pox schlecht. Ja, kriegt 2 Leben, kriegt 3 Leben. Trigger? Ja, und der geht eigentlich unter das Deck. Unter das Deck, okay. Ist das ein May? Dürfte nicht, aber wenn es ein Mistrigger ist, ist es ein Mistrigger. Aber ich glaube, das wird hier einmal ganz kurz, ja. Bevor irgendwas passiert, drunter ist die Frage, ob es immer noch Minus. Wird der geschaffelt oder wird der einfach nur... der wird drunter gelegt. Der wird runtergelegt, ist die Frage, ob man hier trotzdem minus. Ja, hier minus man trotzdem Inquisition Orc. Okay, Command weggeschmissen. Autsch. Hier wird nochmal verifiziert, dass es auch der Typ ganz unten ist. Inquisition. Das ist interessant. Otherswan, Portable Hole oder Bob. Nimmt man hier den Bob? Einfach nur, damit der Gegner jetzt nicht Beat Lily kaputt, ja, Draw Cards macht. Vermutlich. Dann machen wir. Ja, Fetchland. Ja. Warum hat man hier die Lilligi minus? Vermutlich, um eine Kreatur zu hitten, um irgendwas zu machen, wenn man irgendwie versucht, sich zu verteidigen. Da ist ja eine Gruft des Geflüsters. Ja, das ist eine Gruft des Geflüsters, weil man spielt die und die Ancient Den. Oh Mann. Also jetzt haben wir noch Leben gekriegt, eigentlich. Ja. Ja. Oh. Das ist das Problem. Man kriegt jetzt hier noch 3 Leben. Und der Gegner hat nichts übrig. Also man kann, ich würde hier an der Stelle von Dead Gavin dir auf jeden Fall die Weißquelle Wastelanden für, damit keine Lingling Souls kommen. Mhm.
Oder Sports? Nee, ist nur Lingerings im Mainboard. Sideboard sieht es ein bisschen anders aus, aber Mainboard sind, ist weiß, nur für Lingering Souls. In der alten Version. In der neuen Version gibt es da einen wunderschönen Converge-Spell, der ziemlich broken ist. Converge? Ach ja, ja, ja. Der mittlerweile überall gespielt wird. Richtig, selbst rot-blaue Decks, die weiß splashen für diesen einen Spell. Ja. Was schon ziemlich krass ist. Ja, es ist besseres Wort zu Plowshare. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Hier wurde jetzt nur gezogen, es wurde nichts geslammt. Hat der schon gezogen? Ja. Uff. Eine bedeckte Karte, die nichts macht anscheinend. Och, hier wäre ich dann schon so weit, dass ich scoopen würde. Ja, da kommt noch ein, viel zu spät, viel zu irrelevant. Shadow Spear wird nochmal gezeigt, was kann der denn? Hier wird geboldet. Okay. Gib meine Karte wieder. Danke. Dann Shadow Spear Equip. Auf den. Okay. Verstehe jetzt auch nicht. Wasteland das. Speed. Okay, der muss halt jetzt 2 Mana bezahlen, wenn er ein Spell spielen möchte. Sonst darf man eine Karte ziehen. Der ist ja kommunikativ. Der ist ja nicht wie Talia oder so, der immer eins hat, sondern der hat ja auch manchmal 2. Ja, das, ja, vor allem, wenn du auf dem eine Nettle Assist liegen hast, ne, oh, bezahlst halt gar nichts. Also, ja, vermutlich nicht. Nee. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil hier wirklich so ein bisschen gezeigt wird, diese Ausrüstung mit Shadow Spear ist ja sowohl für Ursas Saga gut, als auch für Stormforge. Ja. Und viele der anderen Ausrüstungen, alle anderen Ausrüstungen haben Living Weapon. Mhm. Was halt wirklich einfach eine Menge an Kreaturen auf dem Board. Ja, du ziehst aus deinem Equipments Kreaturen, du ziehst aus dem Ursas Saga Kreaturen. Du ziehst auch deine Kreaturen. Ja, logischerweise. Und alles ist Artefakt oder kann irgendwie mehr Value generieren mit Bob, das Stormforge. Das ist ganz mächtig. Wirp halt struggelt hier ein bisschen, glaube ich, auch einfach am Mana zu kommen. Der struggelt gerade ganz hart. Ja. Und jetzt ist wirklich die Frage, ich meine, Bob einfach reinwerfen für nichts. Ja, auch Pyro ist reinwerfen für nichts. Wenn der jetzt nichts macht. Selbst wenn, da ist ein Portable Hole auf der Hand. Ich hab auch keine. Das nimmt den Pyro auf jeden Fall raus. Ich längst surrendered. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass da jetzt gleich der Surrender kommt. Wo ist das da? Schwing mit allem. No regrets. No regrets. Just throw inning. Oh, ja. Schon wieder nur Länder gezogen. Yes. Sideboarding. Dead Guy Affinity hat Swords to Plowshares im Sideboard 4 Stück noch zusätzlich. Wenn man, kann man mal wirklich Sachen reinnehmen möchte. WW-Pile. Disenchant? Disenchant weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube ja. Abrades oder ähnliches. Blood Moon? Jo, Blood Moon ist auch eine gute Karte. Ja. Hatte ich jetzt beim letzten FNM auch noch. Schlägt ein Blood Moon. Der Gegner, ja, gehe ich in meinen Zug, Urza Saga. Ja, da liegt jemand bitte in den Friedhof. Ja, genau das. Sehr, sehr mächtig. Hier haben wir einen Double Mulligan. Das sieht man auch nicht so häufig tatsächlich. Mir ist nämlich aufgefallen, wir haben tatsächlich sehr konstante Videos, was das angeht. Wir haben hin und wieder mal so einen Mulligan auf 5. Aber ansonsten haben wir immer mal wieder einen, der hält, und einer, der so 6-maligen, das war's. Ja, beide Maligen ist schon sehr, sehr selten. Da ist eine Ursache. Oh, noch ein Maligen. Aua. Da ist eine Maligen auf 4. Auf 5 von Dead Guy Affinity, Maligen auf 6 von WW-Palen. Der wird auch gehalten, der wird eine Karte runtergelegt. Wow, das heißt, jetzt hat jeder mal gemaligend, mindestens einmal. Und dann gucken wir einfach, wer die Krüppelkeile gewinnt. Ja gut, WW-Pal kann ja relativ gut mit 6 Handkarten auch einfach spielen. Das stimmt, ja. Und Dead Guy Affinity braucht eigentlich alle 7. Braucht eigentlich alle 7, zieht jetzt aber eine auch im Draw. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Es wäre im Endeffekt wie ein Mulligan auf 6 on the play. Ist halt... Ja, ach, kommt da wieder der Monk durch? Ja, ja, da kommt wieder der Monk durch. Da wurde gerade die 1 bis 6 einfach zerstört und die beiden roten Würfel wurden nicht in die Mitte gelegt. Das ist ein Fetch auf Badlands. Das ist eigentlich der Standard. In dem Deck auf jeden Fall. Gerade auch, weil es halt wirklich sehr stabil dem Gegner damit Thoughtseize oder mit Inquisition die Hand zerhoben kann. Oder halt ein Bolt noch hat oder ein Faithless Looting. Ja, Faithless Looting ist es hier. Aber man will halt das Schwarz auf jeden Fall haben.
Man weiß zwar, dass jeder Wasteland-Spieler den Tod muss man halt einfach sterben. Wobei, bei dem Deck hat man auch schon öfters gesehen, dass Turn 1 Wasteland Co. halt auch mal voll gut funktionieren kann. Ja, das ist korrekt. Oder geht noch ein Looting? Noch ein Looting. Und Kroxer. Kroxer, ja, okay, den kannst du halt mal in Friedhof schmeißen. Wow, Grabdigger's Cage, okay. Ja, okay, hast du Kroxer halt weggeschmissen. Und die Lootings? Wow. Ja. Crater Maker. Ja, sehr cool. Ja, Upgrade on a Stick. Okay. Oh Gott, Feld jetzt mit Portable Loch. Da kommt noch ein Stormforge. Alter. Das sind halt 3 Mana, ne? Alter. Wie einfach hier gerade alles zerrobbt wird. Das ist jetzt echt widerlich. Da und kommt ein Nettlesist. Wahrscheinlich einfach in der Hoffnung, dass wenn der Stormforge abgerüstet wird, man die trotzdem casten kann für eine 2, 4, 6, 7, 8, 8 Kreatur. Das ist solide. 2, 4, 5, 6... Oh, jetzt wäre natürlich Sahne, wenn man noch ein Land hat und einen Keiko mahnt, dann kann man die Stormforge abrüsten und das Portable Hole. Das heißt, man hat sogar die Antwort für die Dings. Inquisition? Das macht natürlich die Dinge sehr viel schlechter, den Nettlesist. Disenchant. Wofür spielt man als Nyrod? Oh, ja. Man muss hier wirklich reingehen, muss sagen, WWPal kann halt prima Nyrod spielen. Und Nyrod, wie man gerade auf dem Board sieht, würde das komplette Board vernichten. Ja, außer das Karakas. Yes. Und das ist der Grund, warum man fast immer Ding mit reinboardet. Ja, stimmt. Wenn Nyrod fliegt, dann sieht das echt alt aus, das Deck. Ja. Und dementsprechend... Ich mag das Artwork. Kein Land. Nie. Gerade eben zu viel, jetzt zu wenig. Ja. Der Mist ist einfach doof. Bolt und ein K-Command. Ja, der K-Command ist da halt schon... Ha. Getting in there. Wow. Ja, das, was Steffen zu wenig hat, hat Dead Guy Affinity zu viel. Yes. 2 auf die Stoneforge. 1 auf das Portable Hole. Yes. Warum man das jetzt schon macht, weiß ich nicht. Ist das eine Instant? Können wir einen Gegenzug machen? Dem Gegner keine Möglichkeit zu geben, mit Stoneforge drauf zu reagieren? Ja, falls man Ausrüstung zieht, aber wunderschöne Tokens von MTG.com. Die Matte doch auch. Die Matte doch auch, stimmt. Mhm. So, jetzt swingt er endlich mal back. Ja. Und hat noch, er hat sogar noch den Dings auf der Hand, den hatte den Bolt auf der Hand. Nee, nimmt man den Bolt weg, oder? Ja, safe. Das Looting ist halt total, also totale Grütze nicht, je nachdem, ob man jetzt zieht. Ja, ja, aber es ist halt mit dem Gravedigger's Cage, der hält es schon ein bisschen weg. Die Frage ist halt jetzt, ob man jetzt nicht als Dead Gavinity-Spieler einfach überrannt wird, weil hier fehlt dann halt, das ist halt genau die Position, in der halt ein oder zwei Handkarten fehlen. 3 Mana? Lingering Souls. Lingering Souls. Das sind eine Menge Token. Das sind 3 Stück. Jetzt ist halt die Frage, hätten wir da einfach mit dem Crater... Ja, okay, der Crater-Maker... Crater-Maker nur voll auch einfach nächste Runde. Gib ihm. Ja, ich würde mit dem Token nicht reinrennen. Nee, ich auch nicht. Ich würde nur den Trade anbieten, aber den Trade wird der Dead Guy Affinity Spieler nicht annehmen. Vermutlich schon. Echt? Weil er somit den Cage nicht mehr los wird. Stimmt. Frage ist, ob der Cage hier noch relevant ist. Ja, ja. Das ist jetzt echt Pest oder Cholera. Ja. Ne? Wie gesagt, Frage ist, ob hier der Cage wirklich noch relevant ist. Ich denke nicht. Man geht hier für 6. Ja. Kann dann immer noch nächste Runde Bolt Beat machen. Bolt Beat sind 9, 10 Damage plus den sind 12 Damage. Murderous Rider hingelegt. Ja, ne, da kann man halt... Portable Hole den. Oh, das macht jetzt auch nicht mehr einen Code. Nee, nicht wirklich. Das ist relativ krass gelaufen, vor allem, weil es halt kein Mass-Removal in dem Affinity-Deck gibt. Nee. Weil es halt keinen gibt, den man anscheinend spielen kann, außer vielleicht Damn. Ja, stimmt. Aber Damn ist halt so... Ist halt verdammt, ne? Ja! Der zieht echt 2 Länder. Ja. Wow. Beat mit allem. Geht man auf 19, Gegner geht auf 6. Uff. Und selbst wenn er irgendwas zieht. Nein, Stormforge reicht nicht. Ja, Stormforge kriegt ein Bolt ins Gesicht, ne?
Ja. Dann ist die Show so. Genau, dementsprechend gehen wir in Game 3. Game 2 hat WW Palma das gemacht, was WW Palma machen sollte. Und Affinity hat halt gezeigt, ist Mulligan nicht gut. Nee. WW Palma hat aber auch einfach mal wieder kein Land gezogen. Also entweder gibt es nur 1 oder 0, ne? Zu viel oder zu wenig. Ja, das ist, sobald Weiß und Rot in einem Deck vorhanden sind, ist halt dieses Problem seit Jahrzehnten bekannt in unserer Boros, Playgroup. Boros war ja schon immer so ätzend. Yes. Ha. Das ein Fetchland. Das ist wie Ketchup und Mayo, das schmeißt man nicht zusammen irgendwo rein. Oh, Hex Parasite. What the fuck? Oh nein, Marken runternehmen. Oh nein. Genau, erste Runde, Ursa-Saga und Marken runternehmen. Das ist genau der Start, den man haben möchte. Oh scheiße. Hammer, oder? Ja, Inquisition sind hier drei Länder, noch eine Ursa-Saga, eine Pedascal und denkt, man geht hier voll auf den, oh mein Gott, ich habe Ursa-Saga und du nichts. Ach Gott, nee. No doch. Oh, Bob von der Top. Bob von der Top ist gut. Sehr, sehr stark. Ist boah. Der Hammer. Du musst jetzt, in der Upkeep musst du jetzt eine Marke runternehmen. Müsste man. Es sei denn, man möchte einfach durchgehen und sagen, okay, man erwartet nur das Saga auf der Hand. Richtig, man kann auch einfach dieses Land hier opfern und dafür sich einen Mox raussuchen. Was passiert da? Warum wird der schwarzes Mana getappt? Ah. Das wurde, glaube ich, nie enttappt. Frage ist natürlich auch, ob der überhaupt bis in die Runde kommt, der Parasit. Es könnte ja sein, dass da jetzt ein Ball fliegt. Ja, wer zu wünschen. Der Hexparasit ist 1-1, ne? Ja. Wäre ein Fogbolt sogar noch besser. Ja. Fogbolt wäre hier der absolute Wahnsinn. Hexparasit ist der. Das war eine coole Karte. Ist das eine Sideboard-Karte? Nee, mein Board. Das ist eine 1-1 Kreatur, die halt ein farbloses kosten, damit mit der ersten Ursa-Saga gesucht werden kann. Oh, da wird nur der Bob weggeräumt. Ja. Ist jetzt die Frage, ob man dort auf die 3 geht, tappt für Mana und sich einen Mox sucht. Jawoll. Einfach mal ein bisschen Mana zu haben. Jetzt hat man zwei Mana. Du hast ja gleich schon das Mana für die Better-Skull zusammen. Diese Runde hat man auf jeden Fall 4 Mana, nächste Runde hat man 5 Mana. Ist das widerlich. Ja. Und ein Plague Engineer. Ach du Scheiße, den kannst du auf Human legen. Jo. Und nächste Runde sind das... Naja, jetzt sind es 3 Mana. Jetzt sind es nur noch 3 Mana, nächste Runde sind es 4 Mana, aber nächste Runde kann auch eine Marke runtergenommen werden für Nom 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 Nom. Da kannst du einfach Konstrukte scheißen ohne Ende. Ja, Infinite Constructs. Also das ist, ist ja richtig. Ich habe das so hart gefeiert, als ich den angefangen habe im Texas zu spielen, weil es, da hat den noch niemand online gesehen und noch niemand online gespielt. Und spielt immer noch niemand online und ich liebe ihn unendlich sehr, weil wenn er funktioniert, macht er halt alles am Tisch platt. Oh, ist das dumm. Nein, das ist voll so der Wahnsinn. Dumm. Das ist der Wahnsinn. Weil kannst du nur bei dir Marken runternehmen? Nein, natürlich nicht. Ich habe auch schon Gegner, die Erdefiolen runtergelegt. Ich habe Chalice runtergelegt. Ich habe ganz, ganz viel damit schon gemacht. Ich habe auch gegnerische Kans damit kaputt geprügelt, weil ich konnte nicht aktivieren. Nur Looting, Doppelländer weg. Fetch für 2 Mana. Ich könnte noch ein Bolt kommen. Könnte noch ein Bolt kommen, da könnte noch ihr müsst auch ein Bolt Braid. Vielleicht irgendwas Removal-mäßiges. Mhm. Oder ein Pyro. Pyro würde wahrscheinlich aber an dem ja, der wird wahrscheinlich angesagt sein. Also Jungen hätte ich da angesagt. Gar nicht mein Problem. Ja, sicherlich. Also das dürfte so wie ein Bolt auf der Hand. Mhm. Man muss hier eigentlich fast schon den Hexparasit wirklich abräumen. Da ist wirklich ganz, ganz wenig Chancen, dass man hier nicht den Hexparasit abräumt. Ja. Oder man hat einfach no fucks given, du aktivierst den eh nicht. Aber ab nächster Runde macht er halt echt Value. Ja. Da oh wird der Junge. Black Engineer abgeräumt. Das ist Chain of Smog. Ist im Sideboard. Kann man reinboarden in du Combo-Boarden. Das wurde hier auch getan. Baut man ein Konstrukt, geht man fetchen. 1, 2, 3, 4, 4er. Ja. 4, 4er ist schade, dass man nicht auf Artefaktländer fetchen kann. Lebt noch 2 Leben, nimmt ein Marco runter und haut für 2.
Der kriegt plus 1 plus 0, jedes Mal, wenn man eine Marke runternimmt. Oh Gott. Also für jede Marke, die man runternimmt. Ja doch, klar. Und damit hat man nicht nur ein Infinite Zeug. Okay. Das war gut. 2 Schaden, Destroy Target Artefakt. Das war gut. Das war wichtig. Yes. Auf der anderen Seite hat man jetzt die Ursachsaga trotzdem noch eine Runde länger. Ja, jetzt ist halt die Frage, man hat jetzt die Mana noch, um den Dings zu machen, um den... Man müsste halt jetzt den Konstrukt machen, um den Mox zu benutzen zu können. Jetzt ist halt die Frage, kann man die Inquisition spielen und dann das mit der Chains die Hand vom Gegner leer räumen? Das ist die Frage, wie wichtig die eine Hand ist, glaube ich. Looting. Okay. Das ist jetzt irgendwie verwirrend. Das ist ein Thoughtseize und ein Land. Ja, ich glaube, die eigene Hand kann man einfach nicht wegwerfen. Ja, das ist ja immer die gerade, Gefahr. Richtig, gerade mit WWPal, was mittlerweile nicht mehr so lololol, ich schmeiß eh alles in den Friedhof ist, sondern wirklich sehr viel konstanter einfach Karten von der Hand spielen muss. Was ja aktuell so ein bisschen der Nachteil daran ist. Theoretisch könnte man wieder einen Ochsen spielen oder einen Kroxer. Ich weiß gar nicht, ein Kroxer müsste doch sogar im Friedhof. Ah, nee, das war das letzte Spiel. Das war das letzte Spiel, da kam der Käfig. Ja, weil Kroxer jetzt auch ziemlich gut Porzis. Boah, lecko mio, ey. Beast geil. Ja, Beast 1, 2, 3, 4, ein Mana halt. Nee, nächste Runde ist 5 Mana. Man tappt 2 Mana im Pool, geht sich ein... Ach, Mio, du suchst den Chromox raus. Ein Mox Opal. Oder ein Lotus Petal. Mox Opal ist der Legendary. Stimmt. Trigamons Deck? Ja. Trigamons Deck ist die Frage, was man macht. Man macht hier einen weiteren Konstrukt. Ja, weil mehr Konstrukt, mehr gut. Das Ding wird ja dann auch noch 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Ja. Wow. 5, 5 plus die Foundry. Das heißt, du musst dir jetzt auf jeden Fall was für beide Konstrukte überlegen, weil du kriegst jetzt erstmal 5 in der Rippen. Ja. Und ansonsten rennt das jetzt gleich an einem deiner Blocker vorbei. Du brauchst schon 2 Blocker dafür. Finde ich auch hier interessant, dass man hier nicht auf den Shadow Spear gegangen ist, weil der Shadow Spear noch plus gibt und ja, das ist over, das Spiel. Instant over, sind 2 Länder und irgendwas, das over. 2-1 für Deadcare Affinity, sehr, sehr coole Spiele. Man hat gesehen, was WWPal machen kann, man hat zweimal gesehen, was Deadcare Affinity macht. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.